Ich hatte damals die Idee, jetzt mache ich meine Telefonnummer auf die Webseite. Scheiße, jetzt klingeln die alle an. Jeden Tag Anrufe, nichts ist passiert. Wisst ihr, wer angerufen hat? Wer von euch hat eine Webseite? Wer von euch hat die Webseite selber gebaut? Wenn er auf Gordons Kanal geht, der hat das richtig cool beschrieben, wie die Webseite aussehen soll, damit du auch, der Kunde kommt auf die Webseite, manchmal bezahlt man sogar viel Geld dafür, wenn man da irgendwie Werbung draufschaltet und man will natürlich, dass der Kunde konvertiert, heißt das auf schlau oder auf Marketingdeutsch, und man möchte einfach, dass der sich meldet bei einem und einen Termin ausmacht, sich Informationen einholt. Und das Coolste ist eigentlich, du kannst dir die Webseite so bauen, wie du das möchtest. Ich habe zum Beispiel angefangen damals mit Jimdo, fand ich total easy. Ich hatte mich vorhin mit einer netten Kollegin schon unterhalten, die das auch so gemacht. Jetzt habe ich gewechselt auf WordPress, weil du hast viel, viel mehr Möglichkeiten und kannst viel, viel mehr machen. Und es gibt, ich finde, jeder, ich habe es vorhin bei einigen gesehen, als der Clemens vorhin seinen Vortrag gemacht hat, glaube ich, bei zwei waren es, die haben Clemens gegoogelt. Haben gesagt, was erzählt er da, ist er das? Ja? Und das macht jeder, das macht jeder. Wenn irgendwo ein Branding von euch ist, Gordon will nicht so tief drauf einsteigen aufs Thema Branding, aber das ist auch wichtig, mit was willst du jetzt gefunden werden? Also wichtig ist einfach, dass du zum Beispiel auch in deiner Webseite irgendwo nicht über uns oder über mich hinschreibst, sondern deinen Namen. Weil wenn du dann, wenn jemand deinen Namen googelt, wäre es ja cool, wenn der auf deiner Webseite rauskommt. Und nicht von dem, sag ich mal, Schulklassenvideo, wo du da mal in der Ecke gelegen hast, sondern das, ihr wisst, was ich meine, oder? Weil das geht extrem schnell viral, wenn irgendwas ist und wenn das negativ ist. Und das wäre schlecht, sehr schlecht, wenn da negative Videos sind, weil man kann das ja schlecht löschen aus dem Internet. Ja, und das Krasse, ich hatte letztes Mal einen Kollegen, der hat gesagt, für Color Grading ging das Thema drum, und er sagte, ich so, zeig mal ein Video. Was hat er mal gemacht? Er hat mir den Link von Vimeo geschickt. Da habe ich ihn gefragt, hast du nicht eine Webseite? Ja. Hast du das Video nicht auch auf der... Ja. Finde den Fehler, weißt du? Also umso mehr Google feststellt, die Webseite ist interessant, die wird besucht, umso höher rankst du. Und noch wichtig, bevor Gordon gleich weitermacht, fang jetzt an, deine Webseite zu bauen, weil Google ist nicht nur wichtig, wie viele Leute kommen da, wie viele Leute kommen da wieder, sondern Google ist auch wichtig, wie alt ist diese Seite. Wenn du jetzt noch ein Jahr wartest mit deiner Webseite, dann geht das erst ein Jahr hoch, ja, das Ranking. Und das ist wichtig. Jetzt zum Beispiel ist bei mir hochzeitsmovie.ch ist meine Webseite, wo ich in der Schweiz halt Aufträge mit generiere. Und vor 3 Jahren habe ich die Webseite gebaut und da kommt jetzt automatisch Traffic drauf. Jede Woche kommen da Leute drauf, weil die das googeln. Und das ist automatisch, weil ich vor 3 Jahren angefangen habe. Und das, ich kann es euch sagen, das ist nicht so. Ich hatte damals die Idee, jetzt mache ich meine Telefonnummer auf die Webseite. Scheiße, jetzt klingeln die alle an. Jeden Tag Anrufe, nichts ist passiert. Wisst ihr, wer angerufen hat? Ja, wir sind hier Werbeagentur, wollen Sie hier... Das passiert. Aber das ist völlig normal.